Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben Freitag, der letzte Tag der Handelswoche. Ordentlich Bewegung an den Märkten, bei den Indizes, den Rohstoffen und den Währungen. Und das ist ja genau das, was wir brauchen und wollen. Da gucken wir heute auch genauer hin. Heute auf Brent, auf Euro, japanischen Yen und das Währungspaar Australdollar, US-Dollar und natürlich sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Das Ganze hier gleich in der Besprechung der täglichen Trading-Ideen bei Tickmill. Und danach schauen wir nochmal auf das Thema US-Wahl. Ich hatte es ja angekündigt, wir hatten am Dienstag das Live-Election-Panel hier zusammen mit den Analysten von Tickmill. War eine sehr spannende Geschichte, das habe ich ja inzwischen auch in den sozialen Medien geteilt. Wer das Ganze sich nicht auf Englisch anschauen kann oder möchte. Heute gibt es das Ganze aus meiner Warte nochmal auf Deutsch. Ein paar wichtige Dinge, die mir hier auf dem Herzen liegen, worauf ich schaue, auf was ich achte. Das Ganze im zweiten Teil des heutigen oder der heutigen Sendung. Zuvor allerdings, wie immer an dieser Stelle, der Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, und nun checke ich gleich mal noch, ob hier Bild und Ton durchkommt, aber ich sehe ja schon, haha, jawohl, ja. Gut, das läuft alles von alleine mittlerweile. Facebook läuft, Zoom läuft. Danke für die lieben guten Morgengrüße. Das freut mich immer riesig. Und übrigens auch ganz vielen Dank für die vielen privaten Nachrichten, die mittlerweile reinkommen. Der Dank tut gut. Das tut der Seele gut. Das freut mich immer sehr, weil ja, gerade jetzt so in den Zeiten, wo man doch weniger Kontakte miteinander hat, da freut man sich, wenn irgendwo auch mal die guten Nachrichten mitkommen. Und dafür sage ich an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank. Und das motiviert mich hier auch jeden Morgen wieder richtig tolle Ideen zu finden. Das interessiert mich ja für mich, für mein eigenes Trading. Aber natürlich macht das Ganze noch viel, viel mehr Spaß, wenn ich weiß, das kommt gut an. Und meine Zuschauerinnen und Zuschauer hier an dieser Stelle wollen das auch sehen. Danke dafür. Wir machen weiter mit dem Blick wie jede Woche Freitag auf die Nachrichtenlage. Zuerst natürlich für die heutige Handelsvorbereitung. Schauen wir mal, was an Daten kommt. Nicht so gute Nachricht haben wir aus Deutschland bekommen. Der Einzelhandel, der hat einen schlechten September gehabt. Da haben die Kassen deutlich weniger geklingelt. Wir sehen es hier, nach einem Zuwachs im letzten Monat auf 1,8 haben die Analysten eigentlich einen Rückgang auf minus 0,8 erwartet. Am Ende waren es minus 2,2. Das ist nicht so gut. Online-Händler legen zu, das sehen wir immer wieder, haben wir gestern auch gesehen an den Zahlen von Amazon. Rekordzahlen mal wieder vermeldet. Das merkt man natürlich, der Einzelhandel ist das eine, der Onlinehandel das andere. Das ist so ein bisschen jetzt wahrscheinlich auch der Corona-Geschichte geregelt, aber wer weiß, wie das nach Corona weitergeht, ob da die Trends sich nicht auch verändern. Mehr hin zum Online-Geschäft, das wird sich zeigen, was dann aus den Innenstädten wird. Das hat dann natürlich auch ein bisschen Auswirkungen auf das Thema Arbeitsmarkt, aber wir sehen halt momentan, wenn der Online-Handel weiter wächst, wird auf alle Fälle mal Geld ausgegeben und das ist ja die andere. Also es gibt überall Licht und Schatten an dieser Seite, der Einzelhandel, den freut es an dieser Stelle überhaupt nicht. Heute 10 Uhr kriegen wir das BIP aus Deutschland, um 11 Uhr dann die Verbraucherpreise aus der EU und dann am Nachmittag in den USA 14:45 Uhr, den Chicago Einkaufsmanager-Index, 15 Uhr gibt es von der Uni Michigan die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen. Wir wissen, das sind sehr, sehr wichtige Daten, gerade auch für die FED. Die liest da sehr, sehr viel an dieser Stelle drauf. Wir schauen nochmal eben auf die Woche zurück. Ja, das haben wir uns ja hier so angewöhnt. Wir schauen uns auch mal die Wochennachrichten an. Wobei, wenn wir heute und jetzt hier auf die Indizes schauen, da ist es eigentlich relativ wurscht, was an Nachrichten kam. Ob die gut waren oder die schlecht waren, es hat keine Rolle gespielt. Es wurde einfach alles verkauft. Ja, es ist manchmal wie verrückt. Aber die Daten hier mal kurz im Überblick. Wir sehen einiges an roten Daten. Der IFO-Geschäftsklimaindex hat sich etwas eingetrübt in den USA. Das hatte ich diese Woche auch schon mal avisiert. Sind die Verkäufe neuer Häuser etwas zurückgegangen, lagen auch ein ganzes Stückchen unter den Analystenerwartungen. Muss man sehen, ob das jetzt nachhaltig wird. Die Weichen stehen eigentlich in den USA relativ gut für einen weiteren stabilen Markt hier im Immobilienbereich. Gerade bei den Wohnimmobilien, Verkäufen neuer Häuser trifft ja in der Regel die Wohnimmobilien. Wir haben niedrige Zinsen. Das gefällt den Amerikanern. Wir werden schauen, wie es hier an dieser Stelle weitergeht. Aus den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter, die sind höher gewesen, als die Analysten das erwartet hatten, aber etwas geringer, als das im Vormonat der Fall gewesen ist. Das Verbrauchervertrauen in den USA, ja, es ist ein Deut zurückgegangen. Es kam von 101,3, jetzt haben wir 100,09. Es ist weiterhin stabil, über 100. Muss man auch sehen, wie es hier weitergeht. Corona wird ein bisschen Auswirkungen haben, ganz klar, je nachdem, wie sich das Ganze verschärft, und das Thema der Geschäftsschließung bzw. der Lockdowns, das wird auch ein bisschen, würde ich mal sagen, beim Thema Wahlausgang ein bisschen mit einer Rolle spielen, oder was heißt ein bisschen, das wird schon eine Rolle spielen, da kommen wir nachher auch noch drauf zurück. Biden ist ja derjenige, der sich eher sagt, Mensch, wir vertrauen ja den Wissenschaftlern ein bisschen, wir müssen halt einfach schauen, was wir machen können, um das Ganze einzudämmen, und da könnte es durchaus hier und da auch Lockdown-Szenarien geben, die auch wieder tiefer reingehen. Das kann hier bei den Verbrauchern auch für etwas Unbehagen sorgen an dieser Stelle, zumindest dann, wenn es ausbleibt, dass man die Stützen bekommt. Wir haben es ja beim letzten Mal gesehen, da haben gerade die Arbeitnehmer staatliche Stützen bekommen, die arbeitslos geworden sind. Wir haben die Triple Pre-Programs gehabt, wo die Unternehmen in der Liquidität unterstützt worden sind. Das sind alles Dinge, wenn die nicht mit diesen Lockdown-Maßnahmen einherkommen, dann sieht es duster aus, aber ja, sagt man das so duster? Egal, es wird dunkel, es ist nicht so. An dieser Stelle muss man sehen, wenn die aber kommen, dann kann das Ganze ganz anders laufen. Wir sehen es ja auch bei uns in Deutschland, die Lockdown-Maßnahmen, die jetzt kommen, wird ja von großer Seite der Politik auch versprochen, dass man auch helfen möchte. Ja, ich weiß, da gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, ach, das ist alles blöd, das ist alles Mist, aber es ist, wie es ist, nehmen wir es hin, schauen, was draus wird. Auf alle Fälle stehen die Regierungen rund um den Globus auch bereit, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, und das in Zusammenarbeit mit den kräftigen Notenbanken, da ist von der Seite her zumindest mal die Bereitschaft da, die gröbsten Folgen entsprechend aufzufangen. Rohöllagerbestände, hatte ich schon gesagt, grottenschlecht, Anstieg hier um 4,3 Millionen Barrel. Letzte Woche hatten wir noch einen Rückgang. Also das ist schon, ja, tricky, was wir hier momentan sehen, und wir sehen es auch, was der Ölpreis macht, der geht kräftig in die Knie, deswegen haben wir heute den Brent auch mit auf der Uhr. Gestern haben wir in Deutschland die Arbeitslosenzahlen bekommen, hier minus 35.000, das ist der Blick hier in diese Richtung gewesen. Jetzt muss ich kurz schauen, das Ganze dort, das BIP aus den USA ist angestiegen, lag auch über den Erwartungen. Also das ist ein gutes Ergebnis, denke ich mal, für die USA. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das war auch gut zu sehen, dass die geringer ausgefallen sind als beim letzten Mal und auch geringer als das, was die Analysten erwartet haben. Die EZB hat an der Zinsschraube erwartungsgemäß nichts gemacht, aber in der Pressekonferenz wurde wieder ganz klargestellt, Guys, wir sind da, wir helfen euch, wir geben frisches Geld, wir unterstützen die Wirtschaft so, wie es geht. Wir haben alle Möglichkeiten offen, um der Wirtschaft zu helfen, und wir werden entsprechend darauf reagieren. Das die Nachricht, der Euro, naja, nicht drüber reden, der ist danach kräftig in die Knie gegangen. Aus den USA, die schwebenden Hausverkäufe, 1:1 mit dem Thema vom Montag, hier ein deutlicher Rückgang, minus 2,2%. Das ist ein bisschen besorgniserregend, zumindest im kurzfristigen Bereich. Wenn das Ganze so bleibt, muss man sehen, wie es weitergeht. Aber das sind nur die Zahlen von jetzt. Und jetzt machen wir kurz noch den Blick auf die Termine für die kommende Woche. Da steht wieder eine ganze Menge Sachen an. Aus China bekommen wir am Montag den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Also nächste Woche ist wieder so ein bisschen Einkaufsmanager-Index-Woche. Dann geht es weiter, das Ganze in Deutschland, in Großbritannien und auch in den USA. Das ist Montag. Dienstag, jo, 3. November. Muss ich nicht viel sagen. Thema US-Präsidentschaftswahl. Da wird entschieden, ne? Also ich sag mal, das ist ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Da wird es extrem viele Spekulationen geben. Da wird es Hochrechnung geben und. Aber ja, es ist am Dienstag. Ja, da werden wir noch keine Ergebnisse haben, die tragfähig sind. Das wird frühestens irgendwann Mittwochnachmittag, denke ich mal, der Fall sein. Und je nachdem, wie es auskommt, werden wir dann auch das Thema haben, wie reagiert denn Donald Trump aufs Wahlergebnis? Ja, wenn man Donald Trump glauben mag, wird er ja haushoch gewinnen. Das ist Donald Trump, der Rest ist Fake News. Wir gucken uns nachher mal auch aktuelle Grafiken an, wie es da momentan noch ausschaut. Das sind die Dinge, die wir Dienstag bekommen, und natürlich nochmal einen Einkaufsmanager-Index in den USA für die Dienstleistung. Mit den Einkaufsmanager-Indizes geht es am Mittwoch weiter, da bekommen wir das Ganze für die Dienstleistungen den Gesamtindex in Großbritannien und am Nachmittag dann in den USA für die Dienstleistungen. Dann gibt es Nachmittag noch die Rohöl-Lagerbestände und Arbeitszahlen, hier den ADP-Beschäftigungs- oder die ADP-Beschäftigungsänderungen. Und immer in der Woche, wo die kommen, kommen am Freitag natürlich auch die Nonfarm Payrolls. Zuvor allerdings der Donnerstag mit einer ganzen Latte an Einkaufsmanager-Indizes für die Dienstleistung aus Großbritannien, das Baugewerbe auch noch. Dann gibt es in Großbritannien den Zinsentscheid von der Notenbank. Und am Nachmittag dann die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung und dann haben wir nächste Woche auch noch die FED. Also, USA wird nächste Woche eine extrem starke Richtungsgebung sein. Wir haben die FED, wir haben die Präsidentschaftswahl, wir haben Non-Farm Payrolls, also den Arbeitsmarkt. Jo, ich habe keine Ahnung, was wir nächste Woche erleben werden. Es ist alles gequetscht in eins. Also warten wir es ab. Die nächste Woche wird mächtig spannend und ich denke mal auch ordentlich schwankungsreich. Das ist der Blick in die Termine. Und damit machen wir jetzt weiter mit dem Thema der Währungen und dem Öl. So, und da haben wir Öl. Schön im Abwärtstrend. Mache ich den Bildschirm mal noch groß hier für die Übertragung im Videostream auf Facebook und nachher auch für die Videos, die angeschaut werden. Hier haben wir mal den Chart vom Brent im Tag. So, jetzt mache ich mal hier den Rand noch ein bisschen frei und stelle mal zur Diskussion. Leute, was sehen wir hier? Ne? Einen Aufwärtstrend, der gebrochen ist, einen laufenden Abwärtstrend, der sich mittlerweile fortgesetzt hat. Ne? Wir sehen es hier oben. Hier oben war Ruhe, sanft, da ist der Aufwärtstrend ermüdet und als wir dann hier unten unter das Trendtief gefallen ist, das ist so diese Range hier oben in diesem Bereich zwischen 43,20 und 43,60 hier in diesem Schwankungsbereich. Ne? Da sehen wir schön ein Doppeltop und hier unten beim letzten Mal bei der Abwärtstrendentstehung, da kam nicht wirklich viel rein. Da hat man mehr oder weniger nur ein rangeartiges Verhalten, ne? Nochmal von unten nach oben gelaufen. Jetzt allerdings kam es zur Trendfortsetzung. Wir sehen es hier unten, dieser Bereich, der ist ganz, ganz wichtig, denn da sind nicht sofort die Käufer wieder zurück in den Markt gekommen, sondern wir sehen eine Ausweitung der Abgaben hier unten an dieser Stelle. Schaut mal, hier kam nicht so viel raus, hier dehnt sich die Bewegung jetzt aus. Und ich habe einfach mal zu den Zielen, die wir auf der Unterseite haben, also da wäre mal im Kurzfristbereich zumindest mal für die Kurzfristtrader das Tagestief von gestern beziehungsweise hier drüben. Dieses kleine Umschwunglevel hier, dieses Zwischentief um die Marke von 36,45 im Brent interessant für das Kurzfristtrading. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist allerdings eine ganz andere Geschichte. Nummer 2 ist eine Ausdehnung der Bewegung nach unten hin. Und wenn wir uns das Gesamtbild mal anschauen, schaut mal hier, wo die zweite grüne dicke Linie ist. Hier an dieser Stelle, da war das Zwischenhoch vom Abwärtstrend. Hier sind wir drüber gelaufen. Und das ist der nächste Anlaufbereich, das ist der nächste Supportbereich im größeren Bild. Hier die Marke von 32,80. Das ist das, was wir jetzt durchaus unten an Chance haben. Wenn wir hier dieses Level abverkaufen, dann wird es diese Linie. Das ist der nächste Punkt. Das ist interessant, rein aus der charttechnischen Geschichte. Was habe ich jetzt noch gemacht für die Planung des Trades? Habe ich einfach mal genommen, was man häufig einfach mal so als Pi mal Daumenregelung über die Hand nehmen kann, dass man sagt, okay, wenn sich so ein Trade jetzt, sage ich mal, potenziell ausreißt, ausläuft, dann ist es nicht selten der Fall. Ja, es gibt Fälle, da ist es so, es gibt Fälle, da ist es nicht so, aber man kann damit gute Anhaltspunkte sehen, die dann noch ein Gesamtbild dazu sehen. Und schauen wir mal, wenn wir jetzt mal diese Korrekturtiefe hier, die wir hier oben rein gehabt haben, wenn wir das einfach mal nehmen und unten drauf setzen, also hier das ganze spiegeln, was ich hier oben in Rot gemacht habe, unten drauf spiegeln. Schaut's, da kommen wir schon mal in diesen Bereich hier rein, wo wir kurz über diesem größeren Support kurz innegehalten haben. Das ist die Marke von 33,60. Das ist mal ein Anlaufpunkt, da hätten wir eine 100-prozentige Ausreizung dieser Dynamik hier aus der Korrektur heraus. Wenn das kommt, wäre das mal der Weg, den wir hier nach unten angehen können. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, das ist ja immer so im Trading, es kann ja auch anders kommen. Und das ist an dieser Stelle nämlich der Punkt. Viele private Trader gehen oft davon aus, dass man sagt, okay, wenn man jetzt so ein Ziel setzt, na, dann wird der auch hier komplett durchlaufen, nach unten hin, in einem Rutsch. Das muss aber nicht so sein. Nicht selten ist es so, dass wir ein anderes Bild sehen, und zwar, dass sich sowas nach unten hin entwickelt, und zwar leicht in Trends, ne? Dass man sozusagen hier den ersten Abgabeschub hat, hier an dieser Stelle. Hier oben hat man ja schon den Beginn, hier hat sich der Abwärtstrend gebildet, und dass das entsprechend so dann läuft. Hier in diese Richtung irgendwie rein, sich so nach unten entwickelt. Das ist ein Bild, nicht selten gesehen an den Märkten. Und dieses Bild, was wir hier dann an dieser Stelle haben, ist dann so ein Bewegungsarm, der sich schön nach unten ausdehnt mit untergeordneten Trendverläufen. Und deswegen ist es hier wichtig, dass wir uns die untergeordneten Trendverläufe mal anschauen. Weil wer sagt uns denn, dass es nicht genau das Szenario gibt, was ich gerade angezeichnet habe und der Markt am Ende trotzdem hier unten reinläuft? Das wissen wir ja nicht. Deswegen sage ich immer, schaut genau auf den Markt. Und das Ganze machen wir jetzt, indem wir mal hier in den Stundenchart reinschauen. Und da sehen wir nämlich schon, dass der sich schön trendförmig auch nach unten entwickelt, und wir haben hier an dieser Stelle auch noch die Zwischenhochs mit drinnen, und wir sehen hier, wenn wir uns die Stunde jetzt mal anschauen, dass wir auf der Oberseite, sollten wir hier oben diesen Widerstandsbereich um die 38,40, das ist also das Ausbruchslevel, ich raff's mal kurz zusammen, dann sehen wir es ein bisschen besser, hier, das ist das Ausbruchslevel auf der Tagesbasis, ne, wo wir runtergelaufen sind. Wenn wir das tatsächlich zurückerobern sollten, dann hat der Markt die Chance, nach oben zu laufen. Und da können wir uns sehr, sehr schön an den Schwung hoch, also an den Swing Highs, also das, was hier nach unten gelaufen ist, mit den Schwüngen, die Swing Highs, das sind meistens die Märkte hier. So, da gab es nochmal einen Schwung nach oben und dann ging es wieder unten rein. Ja? Und das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehr, sehr schön auch haben. Und das ist das, wo wir uns anlaufen können. Und der nächste wäre dann hier die 39,48. Und wenn es dann deutlich weiter in die Gegenbewegung reingehen sollte, hätten wir mal hier oben diesen größeren Ausbruchsbereich um die 41,35. Und da sehen wir, ist hier auch ein schönes Zwischenhoch an dieser Stelle genommen. Und da oben drüber dann auf dem Weg zum Top da oben, also das wäre dann natürlich ein kompletter Richtungswechsel, ne? Aber da gibt es halt noch ein paar Punkte, wo durchaus Nachfrage wartet, die die Kurse nach oben bringen kann. Ob es soweit kommt, wir wissen es nicht, aber wir brauchen diese Szenarien ja definitiv, weil wir müssen als Trader ja auch schauen, wo kann das Ganze denn hingehen, wie können wir unsere Trades entsprechend auch mit planen. Also das sind mal die Marker, die sollten wir hier an dieser Stelle mit Blick auf den untergeordneten Trendverlauf definitiv mit im Blick haben. Die Seite nach unten, ich hatte es gesagt, sollten wir hier unten unter das Zwischentief drunter laufen, dann haben wir einfach nur eine Fortsetzung des Trends. Ne? Der läuft dann einfach schön nach unten raus. Und was wir hier an dieser Stelle auch sehen können, ist das, was ich gerade auch gesagt hatte. Schaut mal hier, wenn man mal das ausmisst, schaut mal hier, das war jetzt sozusagen die Korrektur, die wir da gehabt haben. Und wenn ich die mal unten dran setze, hier an das Ausbruchsniveau, da kann man das schön, schön spiegeln. Ne? Hier, das ist der Punkt. Das ging oben rauf, das kam in etwa unten raus. Ähnlich kann man das Ganze hier sehen. Ich mache es mal ein bisschen knapper, so an dieser Stelle ran, setzen wir es unten drauf. Hier unten, wo sind wir reingelaufen, ebenfalls wieder in diesen Zielbereich rein. Also immer, wenn man solche Korrekturverläufe hat, dann sieht man ganz einfach, kann man damit relativ gut zumindest mal indikativ sagen, bis wohin es vom Potenzial her gehen kann. Hat man allerdings nur ganz, ganz knappe Korrekturen, ganz, ganz kurze Korrekturen, so wie hier, sieht man, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel nach unten raus, und das führt uns dann dazu, dass wir hier nur sowas Flaches sehen, und dann sehen wir oft sehr dynamische Auflösungen. Ne? Und wenn wir sagen, okay, wir nehmen das Ganze jetzt mal unten rein, das ist übrigens auch witzig, was wir hier sehen, ne? Dass die Schwünge in etwa immer gleich groß sind. Wenn wir das Ganze jetzt hier mal unten reinnehmen und das unten raufspiegeln hier, ich mache es mal ganz kurz ein bisschen kleiner, den Chart, um mal zu sehen, wo wir hinlaufen können an dieser Stelle, dann schaut es mal, wenn ich das unten drauf setze, dann wäre mal der nächste Anlaufpunkt hier unten in diesem Drehbereich rum, hier unten diese Marke, wenn der sich wirklich ordentlich ausarbeitet, hier die 35, 45. Also so kann man ein bisschen die Zielplanung machen, nach oben und nach unten hin, und wie schon gesagt, wenn sich das tatsächlich unten fortsetzt und wir hier diesen Support um die 36, 45 rausnehmen, dann ist der Weg nach unten wirklich frei, und dann zeichnet sich so ein bisschen das Bild ab, dass wir sehen, der Markt will hier unten drunter rein und läuft dann entsprechend hier in Richtung der kleinere Unterstützung bei, 33,60 und das größere dann hier bei 32,80 auch mit rein. Das ist das, worauf wir einfach nur achten müssen mit Blick auf die kleineren Zeiteinheiten. So, jetzt trinke ich mal kurz einen Schluck Wasser. Und dann machen wir weiter an dieser Stelle mit den Währungen. Und zwar hier auf der Blick auf Euro, japanischen Yen und der Blick auf Australdollar, US-Dollar. Und wie schon gesagt, wenn es Wunschmärkte gibt, gerne schon in die Chats reinposten. Dann können wir das Ganze hier an dieser Stelle direkt mit sehen. Also, Blick in Euro, japanischen Yen. Einfach mal kurz aufgemacht hier, ne? Und hier sehen wir den schön trendigen Verlauf nach unten. Warum habe ich dieses Währungspaar heute mit in die Sendung reingenommen? Ja, für die kurzfristigen Trader habe ich das reingenommen, hier an dieser Stelle. Warum? Schaut euch das mal an. Abgabedruck hoch 10. Es läuft ziemlich stark nach unten und wir kommen hier immer mehr in die Überdehnung dieser Bewegung rein. Und da setze ich jetzt mal kurzfristig für das Thema Rückschnapper einen Punkt auf die Agenda. Denn wenn wir uns das Ganze hier an dieser Stelle anschauen, hier der Schub nach unten und jetzt müssen wir eben doch mal schauen, wir sind jetzt hier mittlerweile hier, wenn wir uns mal diesen Bewegungsarm anschauen, wir sind schon ziemlich weit nach unten reingelaufen und auch wenn wir hier, das habe ich ja gerade schon mal gemacht, wir messen es nochmal ganz kurz auf hier an dieser Stelle, wenn wir das einfach mal kurz unten dran setzen wollen, wir laufen schon ganz schön deutlich unten rein. Wir waren hier im Zwischentief schon drinnen. Da ist noch ein bisschen Platz, ja, das ist alles kein Thema. Wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen auf der Tagesbasis, dann ist der Drehbereich hier unten um die 121 japanischen Yen schon ein durchaus guter Anlaufpunkt. Aber wenn wir uns mal diese Chart-Historie hier anschauen, es gab, wenn wir Rückgänge gehabt haben, auch immer mal Gegenbewegungen. Und das ist das Szenario, was ich jetzt hier im Euro-Japanischen Yen einfach mal beleuchten möchte. Ja? Also wir wissen, nach unten hin ist mal locker noch ein bisschen Platz, aber die Dynamik der letzten Tage war schon relativ groß. Und wenn wir uns dieses Bild jetzt mal anschauen wollen, und das Ganze mal beziehen auf diesen laufenden Abwärtstrend hier nach unten, da sehen wir schon ganz klar, eins natürlich, er trendet schön nach unten. Hier haben wir auch so ein schönes bärisches Dreieck wieder unten rein gehabt, aber wir sehen halt einfach, wenn der Markt anfängt, schwächer zu werden. Und das ist jetzt der Punkt, auf den ich mal kommen möchte. Wenn wir hier Schwäche reinbekommen, dann kann diese Schwäche diverse Ausformungen haben. Hier, ich mache jetzt mal ein Szenario, das wird dann in etwa so ausschauen, dieses Szenario. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass wir ein Szenario bekommen, was so ausschaut wie das hier, so eine W-förmige Konsolidierung, aber alles in allem wird am Ende eins passieren, jetzt mal klassisch für die Planung. Wir werden hier dieses Level oben rausnehmen, wenn wir jetzt schon starten würden mit der Korrektur. Ne? Heißt also, wir nehmen so wichtige Umschwunglevel raus. Aus jetziger Sicht, wenn das jetzt starten würde und wir hier kein neues Zwischentief unten reinbekommen, also wir nicht hier unten drunter laufen, unter die 121 um die 60, das wäre der erste Indikator dafür. Und wenn wir dann nach oben laufen, dann können wir nämlich schön die korrektive Phase planen. Und wenn wir die planen wollen, ja, dann wäre erstmal wichtig, hier über die 122 müssen wir drüber, über die 122,20. Und wenn wir das schaffen, wenn uns das tatsächlich gelingt, dann können wir uns weiter nach oben orientieren und dann können wir uns an den Swing Highs orientieren. Das wäre einmal hier oben die Marke um die 122,90 in etwa. Das wäre der erste Bereich. Und dann, jetzt gehe ich mal kurz zurück in den Tageschart. Hier oben ist der nächste Ausbruchsbereich, der größere auf Tagesbasis gewesen. Deswegen ziehe ich mal ganz kurz diesen grünen Balken mit rüber. Der ist jetzt aber natürlich hier an dieser Stelle nicht mehr grün, sondern der ist rot, was ein Widerstand ist. Das wäre dann mal der nächste Anlaufpunkt. Und da sehen wir schon, dass das Ganze in etwa ein bisschen übereinander liegt, also relativ eng beieinander hier an dieser Stelle und damit sehen wir, dieser Bereich, das ist ein etwas dickerer Schwungbereich, also hier irgendwas um die 122,88 bis 123 wäre mal ein schöner erster Anlaufpunkt, wenn es direkt jetzt nach oben gehen sollte. Ansonsten weitere Ausdehnung nach oben gibt es natürlich auch Potenziale. Hier der nächste Drehpunkt, den wir schon in diesem Chart hier an dieser Stelle sehen, wäre mal dieses Level hier oben, was wir da liegen haben, die Marke um die 123,45. Das ist interessant und das kann man durchaus für einen kräftigen Rückschnapper bezogen auf den deutlichen Abgabedruck auf der Tagesbasis auch mit annehmen. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro-Japanischer Yen. Und damit gehen wir zum dritten Währungspaar und zwar ist das mal wieder das Währungspaar Australdollar, US-Dollar. Den haben wir momentan öfter mal im Fokus, weil es dort einfach viel Bewegung gibt an dieser Stelle. Und hier müssen wir weiterhin schauen, ich hatte ja diese Woche schon mal angesprochen, wenn wir es tatsächlich schaffen, oben rauf zu laufen, ja, dann haben wir durchaus hier an dieser Stelle die Chance, das Ganze nach oben zu traden. Aber momentan zieht sich das Ganze irgendwie hin wie so ein Kaugummi. Aber der Fakt oder der Punkt, auf dem ich hier aufgehe oder eingehe, ist folgendes. Schaut euch mal an, was sich hier bildet. Das ist jetzt ein Dreieck. Ich ziehe das einfach mal runter, ne? Und wenn ich das sehe, muss ich immer denken, ich habe mit dem Martin mal so einen kleinen Scherz gemacht, wann der Ausbruch kommt. Also der Ausbruch kommt hier drüben am 16.11. kommt der Ausbruch. Laut Martin, ja, also nee, kleiner Spaß am Rande. Thema Dreiecke, die werden gerne mal in den letzten Dritteln aufgelöst. Und in diesem Falle würde es mich nicht wundern, wenn es nach oben aufgelöst wird. Aber wir müssen hier natürlich immer die Unterseite mit reinnehmen. Das heißt, wir testen hier sehr, sehr ausgiebig die Unterseite. Und wenn wir hier tatsächlich den deutlichen Rutsch nach unten bekommen, müssen wir uns wirklich erstmal darauf einstellen, dass wir hier tiefer nach unten reinlaufen und tatsächlich erstmal wieder unten in den Schwungbereich 0,638 bis 0,678 nach unten laufen. Und das ist das, es testet hier halt immer wieder unten ran, immer wieder unten ran. Und wie schon gesagt, wenn das hält, ist das eine sehr stabile Bodenbildungsphase. Und deswegen nehme ich das hier mit rein. Das gibt dann das Vertrauen in den Markt sozusagen, den man hier an dieser Stelle hat. Und das Bild hier nach oben zu bringen, das ist extrem wichtig an dieser Stelle. Und das ist das, was wir hier brauchen. Die Entscheidung vom Markt. Wie schon gesagt, wenn es rutscht, das möchte ich an dieser Stelle auch mal noch zeigen, was ich da an dieser Stelle mache. Da muss ich das Ganze mal kurz etwas zusammenraffen. Also wenn wir hier tatsächlich unter so eine wichtige Marke rutschen, ich gehe mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein, dann mache ich hier Folgendes. Was ich dann am Ende sehen möchte ist, ich kaufe da nicht einfach blind in den Rutsch rein und laufe dann Gefahr, dass wir einfach wieder oben reinlaufen, sondern ich warte einfach ab, dass sich unten drunter der Rutsch tatsächlich bestätigt. Das heißt hier Nummer 1 unten drunter, dann das Gegenteil und dann hier die Trendbildung. Und wenn ich dann einen Trend schon mal in meine Richtung habe, dann habe ich einen trendenden Markt. Damit bin ich viel besser aufgehoben, weil der Trend dauert häufig länger an als ein einzelner Schub. Und damit sehe ich das Ganze hier an dieser Stelle, was wir hier haben. Und da bekomme ich zum Australdollar, US-Dollar noch die Frage, ob das Level gebrochen ist. Das an dieser Stelle muss man sagen, das Thema, was wir hier haben, ist halt einfach, der Markt läuft momentan immer wieder hier unten ran. Und ich bekomme hier gerade auch die Frage zum COT an dieser Stelle, zum COT-Report. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im Australian Dollar schon die Short-Situation gibt, weil wir sind im großen Bild, im ganz, ganz großen Bild sind wir ja ein Stück weit nach oben ausgebrochen. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen an dieser Stelle, wir hatten ja hier den Wochenchart mal da. Wir sind wirklich hier über ein wichtiges Level ausgebrochen und wir konsolidieren hier an dieser Stelle gerade sehr, sehr stark. Und ob nun COT-Signal ja oder nein. Auch der Martin macht das so, der tradet diese COT-Signale nicht immer blind, sondern er schaut sich auch an, was die Trendverläufe machen. Und wenn wir hier keinen Abwärtstrend bekommen, dann sollte man das Abwärtssignal der COTs auch nicht zwangsläufig traden, ja, weil nur weil ein COT-Signal da ist, heißt das ja nicht auf die Short-Richtung, dass man das blind traden muss. Man hat aber die Chance und das ist genau das, was ich gerade skizziert hatte. Wenn wir hier tatsächlich deutlich drunter fallen sollten und hier Druck reinkommt, dann ist das genau der Punkt, dann wird dieses Short-Signal kurzfristig gespielt und dann haben wir die schönen Anlaufpunkte unten. Und wie schon gesagt, ich habe es ja gerade gezeigt, wie ich es in der Stunde dann mache. Wenn dieses Support-Level bricht, fängt der Markt unten an zu trenden und dann sucht man sich einfach den kleinsten Trend, der funktioniert und dann kann man das Ganze als Bestätigung sehen und komplett mit durchlaufen lassen. Das ist so der Style, wie ich die Märkte an dieser Stelle trade und das ist das, was ich entsprechend sehen möchte hier in diesen Punkten. Und wie schon gesagt, ein paar Anlaufpunkte haben wir schon. Dieses Setup braucht allerdings wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld oder aber auch nicht. Also wenn wir jetzt direkt hier unter das Tagestief von gestern rutschen und da Verkaufsdynamik reinkommt, haben wir es schon relativ flott da. Aber wenn wir uns mal ganz kurz hier, ich hoffe, ich habe es noch drinnen, jawohl, Euronoc anschauen wollen, dann sehen wir auch, dass sowas manchmal etwas Zeit auch braucht. Und wenn wir uns diesen Chart vom Euronoc mal ganz kurz anschauen wollen, schaut mal hier, da haben wir was Ähnliches gehabt. Guckt euch das mal an, da sind wir hier über ein wichtiges Level drüber gelaufen, hier an dieser Stelle. Dann gab es den Abgabedruck, also das erinnert so ein bisschen auch an den Chart, den wir gerade gesehen haben. Dann ging es ewig oben zur Sache, dann sind wir nochmal ein Stück abwärts gerutscht und dann hat der Markt nach oben an Dynamik gewonnen. Ja, also all diejenigen, die sich gesagt haben, na gut, hier ist ein Support-Level, da gehen wir mal besser short nach diesen starken Abgaben, die werden jetzt hier ordentlich gegrillt und das ist das, was wir hier sehen. Und aus genau diesem Grund, weil ich das halt weiß, was da kommen kann, haben wir jetzt an dieser Stelle mal das Währungspaar Australdollar, US-Dollar mit diesem Fokus besprochen. Und da müssen wir einfach sehen, was kommt. Und der große Richtungswechsel, der hier auf der Woche angestrengt wurde, ja, der ist noch längst nicht vom Tisch. Also das kann sich ganz gut einfach wieder rumdrehen zur Oberseite hin, selbst wenn wir unten drunter reinlaufen. Nur wenn wir drunter fallen, haben wir kurzfristig die Chancen, schöne Anlaufpunkte zu nehmen. Und wie schon gesagt, wir haben sie ja entsprechend da. Wenn wir es mal sehen wollen, wir haben einen hier, wir haben einen hier und wir haben das Level hier unten. Diese sind ja da zwischen hier 0,6925 und 0,678. Und diese Marke können wir durchaus auch zum Schweden mit aufnehmen. Das ist der Blick in das Währungspaar Australdollar. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir noch an Fragen haben. Eine Frage habe ich zum US-Dollar, japanischen Yen. Dann schaue ich mal kurz noch auf Facebook nach. So, Elena, passt. Lutz fragt, Mittwoch am Nachmittag, bist du sicher? Ich dachte, es wäre ein Nachtevent. Also schon um 3 bis 4 Uhr geht das richtig ab. Lutz, pass auf, folgendermaßen. Ich bin mir ziemlich sicher, sobald die ersten Gerüchte durchkommen, wird an den Märkten wirklich die Post abgehen. So, das ist ganz klar. Und erste Hochrechnung wird es definitiv schon in der Nacht auch geben. Aber ich habe das auch mit dem Martin ausdiskutiert. Ich denke mal, sag ich mal, zählbarere Ergebnisse werden wir erst am Nachmittag sehen, weil in den USA durch die Zeitverschiebung, die wir haben und durch die vielen Staaten, die wir dort haben, zieht sich das Ganze natürlich immer ein ganzes Stückchen rein an diese Stelle. Und das muss man einfach sehen, was dort an dieser Stelle passiert dann. Da denke ich, dass wir eher Richtung Mittwochnachmittag reinlaufen, aber ich rechne ganz stark damit, sobald es die ersten Hochrechnungen gibt, wird die Volatilität an den Märkten deutlich zunehmen. Ne? Das Ganze war von der Zeit her, vom Timing her so von mir gesehen, dass wir erste, sag ich mal, tragbarere Ergebnisse wahrscheinlich erst am Mittwochnachmittag sehen werden. Aber ich bin da nicht derjenige, der Spezialist ist. Ich weiß nicht, wie schnell die zählen, wann das durchkommt und ob das alles reibungslos verläuft. Von der Seite her, ja, wird es, sag ich mal, irgendwann am Mittwoch schon was Tragbares geben. So, gut, dann haben wir Australdollar, Neuseeland-Dollar, Euro, polnischer Zloty. Das ist aber schön, Mensch, das ist ja mal eine ganz andere Währung hier. Und dann, wie schon gesagt, US-Dollar-Yen. Wir gehen mal zuerst auf das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen an dieser Stelle ein. Wo haben wir denn? Hier ist er. Da haben wir ihn. Wir sehen es hier. Wir schauen zuerst mal kurz in den Tageschart mit rein, um die Lage mal von oben zu sondieren hier an dieser Stelle. Und wir sehen, der japanische Yen auch hier unten dort das Ganze reinzubringen. Also hier, wir haben unten grob um die Marke von 104 immer noch das Support-Level liegen, ja, und jetzt sieht es so aus, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, auch hier können wir wieder schön, nein, das war das Falsche, da können wir wieder sehr, sehr schön hier die schräge Linie vom Dreieck nach unten ziehen. Das ist das, wo wir sehen, wir haben hier fallende Hochs, aber noch keine fallenden Tiefs, und damit bekommt jetzt kurzfristig dieses Support-Level hier natürlich weiterhin immer eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im kleineren Chartbild anschauen wollen, da sehen wir die Bedeutung dieser Linie von unten, denn der Markt prallt hier schon wieder von unten nach oben ab. Ich raff das mal kurz zusammen. Schau mal hier, runtergelaufen, drauf, hoch. Hier haben wir nochmal ein kurzes Zwischentief gemacht, und was ist dann passiert? Mit dieser starken Dynamik nach oben rauf haben wir erstmal das wichtige Trend hoch rausgenommen. Also dieses Level hier an dieser Stelle wurde erstmal rausgenommen. Jetzt wieder nach unten durchbrochen. Jetzt müssen wir uns allerdings die Frage stellen, was ist denn das hier unten? Was wird aus diesem Punkt? Das ist das jetzt erste höhere Tief, was wir haben. Und da haben wir jetzt natürlich, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier der Weg nach oben, das die Korrektur nach unten. Und wenn wir jetzt tatsächlich wieder eine Aufwärtsdynamik bekommen, dann haben wir durchaus die Chance, hier im Kleinen den Trend zu machen und dann erstmal wieder oben reinzulaufen, hier Richtung 105,50, 105,60 an die obere Linie ran. Muss man ein bisschen hinschauen, was hier passiert. Es ist noch längst nicht raus, ne? Also wir können auch ganz normal einfach wieder unten durchfallen. Aber wenn wir sehen, dass wir hier nicht unter dieses Level fallen, sondern wirklich nach oben rumdrehen, das wäre dann das Szenario, dass wir hier wieder mal einen Abprall bekommen, der dann zur Oberseite raufläuft. Und nach der hochdynamischen Bewegung von US-Dollar gestern würde es mich nicht wundern, wenn wir heute sozusagen eine Gegenbewegung bekommen. Und wenn die dann entsprechend kommt, ja, dann haben wir gute Chancen, an dieser Stelle ein Stück weit oben rein zu laufen. Und wenn wir da mal ein bisschen Planung machen wollen, wo es denn hingehen kann, ich gehe mal kurz auf den 4-Stunden-Chart drauf, dann wäre auf alle Fälle erst einmal hier das Zwischenhoch zu sehen hier oben, ja, was wir hier drinnen haben, um die 104,70 bis 75, und dann oben das Zwischenhoch hier, und das Zwischenhoch dort oben, ein bisschen um die 105, das ist ein interessantes Level, denn schaut mal hier, das ist ein Widerstandsbereich, aktuell, weil wir von unten nach oben schon mal gekommen sind, der hat Relevanz. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal aus dem Fokus vom Trend anschauen, dann wäre das wirklich einfach nur eine Korrektur, die wir hier laufen haben, weil wenn wir uns das Aktuelle mal anschauen wollen, ja, dann ist genau hier oben um die 105 ein bisschen drüber das Zwischenhoch. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier das nach oben sehen, haben wir die korrektive Phase. Und wer sich jetzt auf die Korrektur setzen möchte, der kann gut und gerne den letzten Rutsch, den wir hier nach unten gehabt haben, sich mal im 15-Minuten-Chart anschauen. Hier, das ist der Rutsch. Und wenn wir hier in den 15 Minuten jetzt direkt den kleinen Aufwärtstrend bekommen, das wäre dann genau der Punkt. Also das würde dann so ausschauen hier, dass der Markt uns sagt, zack, ich will hier nach oben. Und sobald es hier diesen Aufwärtstrend gibt, haben wir was Trendiges auch da. Und dann bekommen wir schon die Chancen, erstmal hier oben reinzulaufen, ein Stück weit, um die Ziele auf der Oberseite mit reinzunehmen. Also im japanischen Yen ganz klar Fokus unten auf den Support, und wenn dieser Support wieder mal dazu führt, was hier und hier schon passiert ist, dann können wir uns schon ein Stück weit zur Oberseite orientieren, hier Richtung ein bisschen über 105. So, das dazu, und damit schauen wir jetzt weiter auf das Thema des Australdollar, Neuseeland-Dollar, und danach mache ich Euro, polnischer Zloty. So, Australdollar, ja, Neuseeland-Dollar. So, müssen wir mal kurz schauen, hier ist er, zack, dort haben wir ihn. Juhu. Tageschart zeigt uns auch hier eine ordentliche Abwärtsdynamik an. Und rein von der Verortung, wieder mal hochinteressant, wir stehen kurz, oder wir sind auf dem Weg sozusagen zu der Unterstützung, die wir hier drinnen haben. Heißt also an dieser Stelle, guckt mal ganz genau hin, was hier an dieser Stelle passiert. Hier unten haben wir den Supportbereich um die 1,056. Da ist Weg nach unten hin ran, und da kommt es jetzt wirklich drauf an. Die letzten Tests sind immer mit einem Schub nach oben sozusagen aufbewahrt oder aufgelöst worden. Und wenn wir uns mal jetzt diese starke Abwärtsdynamik anschauen, dann könnte man ohne weiteres schon sagen, okay, das könnte hier genauso passieren, denn diese Dynamik wird ja irgendwann mal korrigiert werden. Und es ist nicht ungewöhnlich, wenn wir so einen langen, starken, anhaltenden Abgabedruck haben, dass wir dann den Rebound bekommen, einen Schnapper nach oben sozusagen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz anschauen wollen, ich nehme mal kurz die grünen Unterstützungen hier raus und dann gehen wir mal kurz in den 4-Stunden-Verlauf rein, dann sehen wir schon, was interessant wird. Also jetzt nur einen kurzen Rückschnapper mal angesprochen, wenn der tatsächlich kommt vor dem Zwischentief dort unten, hier, wir sind schon relativ nah dran, dann haben wir ganz klar die Anlaufpunkte auf der Oberseite. Da können wir uns relativ schnell nach oben hin orientieren, und zwar hier an die Zwischenhochs. Ich skizziere es nur mal ganz grob, und die kommen aber in relativ enger Reihenfolge rein. Und das bringt uns dann dahin, dass wir sagen können, okay, hier könnte tatsächlich so eine starke Kursdynamik raufkommen. Hier haben wir die 1,065,9, 1,067, dann haben wir hier die 1,069 und dann haben wir hier oben diesen Widerstandsbereich, beziehungsweise hier das kleine Zwischenhoch da oben drüber um die Marke von 1,072. Das ist interessant für einen Rückschnapper, wenn es nach oben läuft, durchaus die Potenziale dort auf dieser Seite nach oben hin. Im Falle des Rückschnappers. Und dann schauen wir jetzt mal kurz noch auf Euro-polnischer Zloty. Den Chart muss ich allerdings jetzt mal hier aufmachen, weil der war, glaube ich, hier schon lange nicht auf der Uhr. Neues Chartfenster haben wir da. So, zack, oben rein. Machen wir gleich dann auch mal noch auf Tagesbasis. Stereo Trader Licht drinnen. So, da haben wir es. Eine schöne Verortung in einem schönen Widerstandsbereich dort oben. Wartet mal kurz einen Augenblick. Machen wir mal das noch raus. Brauchen wir alles nicht. Sieht mir ein bisschen nach Umkehrsituation aus da oben momentan. Warum? Wir sehen es hier oben. Wir sind hier reingelaufen und da oben kommt der Markt nicht mehr so richtig zugange. Muss man jetzt ein bisschen beobachten, wie sich der Markt dort oben entwickelt. Sehen wir hier oben ein flaches Korrekturmuster, ein Dreieck oder wie auch immer, das ist jetzt noch nicht abzusehen. Dann müssen wir natürlich ganz klar sagen, hier an dieser Stelle, wie geht es weiter? Da heißt das halt, wir haben hier eine ziemlich spikige Kerze gehabt. Ne? Hier gab es an diesem Tag, wo wir auf das Hoch oben raufgelaufen sind, kaum etwas an Preisfortschritt zwischen Eröffnung und Schluss. Das heißt, eine sehr, sehr hohe Abgabe oder eine sehr, sehr hohe Unentschlossenheit seitens der Händler. Wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir in die Korrektur reinlaufen, wo der nächste Anlaufbereich ist, nach unten hin, wäre das mal hier auf dem Tageschart sehr schön zu sehen. Hier das Level um den Ausbruch hier, um die knapp 4,60, das Level hier, das haben wir auch hier unten gesehen. Und dann, wenn wir das Ganze so ein bisschen tiefer sehen wollen, trendiger auch hier unten rein, hier unten noch ein schöner Anlaufbereich. Das Ganze, wie schon gesagt, auf Tagesbasis. Der letzte Bewegungsarm oben rauf hat übrigens hier unten gestartet und wer sich da im Sinne der Bewegung, wo korrektive Anlaufpunkte sind, ein bisschen orientieren möchte, der kann sich gerne mal diesen Bewegungsarm anschauen und die Zwischentiefs mit raussuchen und die haben wir dann natürlich auch mit drinnen liegen. Das wäre hier mal dieser Bereich um die 4,55. Ich mache diese Marker mal kurz in grün, damit wir hier einen Unterschied sehen. Also diese Level sind dann schon mit da und dann haben wir hier dieses kleine Zwischentief an dieser Stelle, an diesem Umdrehlevel um die 4,52, ja, und dann haben wir schon hier unten den Weg, hier oben, hier in diesen Drehbereich rein, wo wir gesehen haben, hier hat der Markt verharrt, hier ebenfalls um, ja, die knapp 4,45,7 in etwa. Das ist der Drehbereich, das ist so ein bisschen das, was man in der korrektiven Fahne auf der Unterseite mit planen kann. Das ist richtig und wie schon gesagt, hier oben haben wir momentan wirklich den Deckel drauf und wie der ganze Deckel sich auflöst, ob wir direkt nach oben durchgehen oder nach unten, wie schon gesagt, wir haben die Konsolidierung hier oben da und die müssen wir einfach abwarten. Fliegen wir hier oben drüber, könnte es natürlich deutlich weiter nach oben laufen, gehen wir unten drunter, haben wir schön die korrektive Phase an dieser Stelle auch mit drauf. Also das ist wirklich sehr, sehr hoch, sehr, sehr schön und interessant an dieser Stelle zu sehen und das müssen wir einfach mit in die Planung auch mit reinnehmen. Das zum Thema Euro, polnischer Zloty. Lutz sagt schon, da denken wir falsch. Ja, wenn du magst, schreib ruhig mal was rein, worüber wir falsch denken, damit wir das mal haben können. Aber ich denke, es liegt einfach am Thema der Bekanntgabe der US-Wahlzahlen. Gut, hätten wir das und damit würde ich sagen, machen wir hier weiter im Text und zwar mit dem nächsten Thema und das ist das Thema der US-Wahl an dieser Stelle. Das heißt hier das US-Wahl-Statement, was wird hier an dieser Stelle den Markt bewegen? Ja? Ist es Trump, der gewinnt? Ist es Biden, der gewinnt? Das wird sich gleich zeigen.